wenn schon krank, dann alle. Und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Let's Play, tolle Wurst. Jo, wir haben leider auch den CK verloren. Wir haben jetzt zwei hintereinander verloren, Leute. Das liegt immer daran, immer diese Placeholder. Das heißt also, wir mussten jetzt schon seit etlichen CKs immer Leute mitnehmen, die eigentlich gar nicht mitgenommen werden wollen. Das heißt also, sie sind auf Rot gestellt, aber wir sagen das mittlerweile an oder schreiben das per Ingame-E-Mail, dass wir halt dort ja so einen Platzhalter mitnehmen, der braucht dann nicht angreifen. Also wir schmeißen den dann auch nicht raus oder so. Manchmal greifen die dann trotzdem an, warum auch immer. Ja, aber ich meine, das wäre natürlich der günstigste Fall, aber die letzten beiden CKs heute leider verloren. Und dieser CK hier war, ja, wie soll ich sagen, auch die haben noch nicht mal alle Angriffe gemacht. Das kommt noch dazu. Aber sie waren halt in den Statistiken etwas besser mit 6 Dreiern und wir kriegen im Moment die 14er einfach nicht genügend down. Ihr seht das, hier sind noch 14er auf. Das wären vielleicht die zwei Stände gewesen, aber ich glaube an die 92% wären wir knapp vielleicht rangekommen. Naja, was willst du machen? Ist halt so. Aber na, ich weiß nicht, wie ihr das in den Clans macht, ob ihr da auch immer einfach so Platzhalter mitnehmt. Ich meine, Selina war jetzt zweimal Platzhalter und im Moment sehe ich das mit diesen Platzhaltern auch eher, wie soll ich sagen, ist zwar eine nette Sache, aber immer Angriffe zu kompensieren, das ist auch gar nicht mal so einfach. Vor allen Dingen, wenn du unten jetzt einen 13er hast und der Gegner hat vielleicht unten nur einen 12er oder einen, ich meine, im günstigsten Fall sind es 11er, 12er, wenn überhaupt. Aber wenn die dann da unten auch schon was Starkes dann haben, meistens kriegen wir so ein kleines Mismatch. Der CK davor war gar nicht mal so schlimm verloren mit 25, 24. Da war der Gegner tatsächlich gar nicht mal so gut. War das der? Ja, ich glaube, die waren gar nicht mal so gut. Oder täusche ich mich da? Nach Prozenten waren wir nämlich vorne und nur nach Sternen, nicht? Der Gegner hat hier noch den letzten rausgeholt, aber Nachtschatten hat auch noch mal bei 7 zugeschlagen. Das müsste noch mal auf dem 14er gewesen sein, aber einige haben hier halt etwas mehr Defenses. Ah, nee, das war noch der Clankrieg noch davor, glaube ich, oder? Nee, doch nicht, das war dieser hier. Die Clankriege davor waren ja gewonnen, das heißt, wir haben auch unsere kleine Serie eingebüßt und aber nehmen jetzt, wie gesagt, schon seit einiger Zeit halt Platzhalter mit. Und im Moment sehe ich sogar unsere Liga hier etwas gefährdet. Warum? Och, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Wieso hängt mein Air-Server da? Ah, ich weiß, glaube ich, warum der hängt. Weil mein Wireless LAN hängt. Sorry Leute, das muss ich eben mal fixen. Jo, sehr merkwürdig, was sich hier abspielt. Aber ich hatte heute schon, oder die Tage schon mal, ein bisschen kleinere Netzprobleme hier. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Regelmäßigkeit, dass hier irgendwie meine Leitungen ausfallen. Aber scheinbar war hier wieder das Internet weg. Mal checken. Das hatte ich heute Morgen schon mal. Aber okay. Ja, im Moment sehe ich, jetzt können wir wieder nicht da reingehen. Was ist das denn? Ich habe schon wieder dieses Treckerzeichen. So, ich probiere es mal nochmal. Das ist echt merkwürdig. Immer wenn ich hier oben drauf ging das eben, beziehungsweise habe ich meine Verbindung irgendwie verloren, aber nicht die Internetverbindung, sondern irgendwie nur die Wireless LAN-Verbindung vom Tablet aus zum PC. Sehr merkwürdig. Ja, im Moment habe ich ein bisschen Sorge, dass wir hier nicht mal mehr die Liga ordentlich spielen können, Leute. Ich muss mal gerade gucken. Höchste Town Hall Level, ja, wir sind mal gerade so 16, aber wenn ich jetzt so einige sehe hier, Play over a week ago, 5 Tage nicht, über eine Woche nicht. Im Moment sehe ich da ein bisschen schwarz und dann auch noch die immer so manchmal gar nicht angreifen oder manchmal angreifen.
Ich glaube, ich lasse die Liga. Ich glaube, ich lasse die Liga mal Liga sein, oder? Oder meint er, wir können die mit den 14ern in Meister 2 spielen? Dann lasse ich die nämlich hier drin, zumindest Nachtschatten, Black Ninja und Avatar. Beckensprung, ja, weiß ich nicht, der ist gerade mal so 14 geworden. Und alle anderen können natürlich in die anderen Clans gehen, wenn sie möchten. Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir ja wieder Liga haben. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich hätte fast gesagt, wir lassen die Liga hier nicht ausfallen. Aber dann müssen wir halt mit den 14ern dran. Denn von einigen kenne ich den Status nicht. Und ihr seht es ja selber hier. Die sind auch einige schon länger nicht mehr da. Maschinen schon über eine Woche nicht. Und man hört und sieht auch nichts von denen. Ich glaube, Proxima ist ja wieder da. Der war im Urlaub. Und alle anderen, der Tim ist neu bei uns, er kann natürlich gerne mit und ja, ich werde gleich mal eine E-Mail, glaube ich, lostreten, dass die Leute hier mal wieder reinkommen. Ja, Clanspiele-Reward habe ich mir noch nicht abgeholt, weil ich habe auch wirklich mein Spielen auf das Notwendigste reduziert die ganzen Tage und ich glaube, das war auch ganz gut so, es geht mir nämlich wieder ein bisschen besser und allerdings, wenn ich jetzt schon wieder hier meine Verbindungsabbrüche hier sehe innerhalb der Software oder sowas. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Aber okay, jetzt könnte ich auch sagen, ja, eben war ja auch Wartung, da muss Supercell ja irgendwas kaputt gemacht haben. Kann auch sein. Aber hier haben wir erstmal noch 4 Tage Zeit. Und nochmal eine kleine Erinnerung, Leute, für euch. Falls ihr noch nicht shoppen wart, es gibt die Pässe ja noch für 5,39 €, ohne Mehrwertsteuer und deswegen habe ich da auch nochmal zugeschlagen, zumindest glaube ich gehen 8 Stück pro Account geht und wenn ihr dann im Store noch kauft, also jetzt heute noch bis Mitternacht, dann gebt einen ordentlichen Creator Code ein, also ich habe mir 8 Mal zumindest auf diesen Account das gegönnt, auf den anderen Accounts lasst euch überraschen, was ich da noch so investiert habe, aber es soll ja nicht heißen Toto paid hier rein, ja, ich wollte aber auch einen Angriff hier machen mit euch, wenigstens ein bisschen farmen. Ich höre mich noch ein bisschen schlupp an, aber das wird auf jeden Fall. Ich wollte es ganz relax angehen lassen zum Wochenstart. Nicht zum Wochenstart, zum Wochenendstart. Und nicht, dass mir wieder so ein Ding wie letztes Wochenende passiert. Oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mal mitnehmen. So, gut, okay. Irgendwas war, irgendeiner hatte hier ein Problem mit irgendwie einem Zauber oder sowas. Also nicht mit dem Zauber, sondern mit dem Zauberturm und Bombenturm oder sowas. Meine ich. So, kriegt man jetzt auch die richtigen Sachen. Wie zum Beispiel so ein Rathaus wäre ja ganz schön, ne? Jo, Rathaus haben wir bekommen. Luftabwehr haben wir da auch noch bekommen, auch nicht schlecht. Dann lassen wir uns das da mal über und gehen, glaube ich, mal hier mit unseren Helden weiter rein. Dass wir hier so ein bisschen klein, ein bisschen funneln, sage ich mal. Sehr schön. Ja, so ein bisschen Clash of Clans. Also ich habe es jetzt nicht ganz sein lassen, aber ich habe es wirklich aufs Notwendigste reduziert die letzten Tage. Nicht, weil es jetzt so anstrengend war oder so, weil es auch ganz chillig ist, mal so ein paar Tage Clash of Clans ohne. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal machen. Eine kleine Clash-Pause. Okay, jetzt komme ich hier natürlich voll gegen den Feger. Was aber nicht so schlimm ist, so wie ich es ja immer sage. Ist nicht so schlimm. Mal sehen, ob wir ein bisschen Loot noch abgreifen können. Oh, der Dicke geht da oben hin. Der Dicke geht schon wieder, ne? Alter Falter, ey. Der geht auf jeden Fall, aber der... Ah, geht der Turm mal down da? Naja, der Turm geht down, okay. Den haben wir auch, den Monolithen. Sehr schön. Aber null Dunkles, okay. Toto holt einfach mal null Dunkles. Oh, ja, doch, einen kleinen Bohrer habe ich, glaube ich, gekriegt. Ich glaube, einen kleinen Bohrer habe ich noch gekriegt. Aber der dicke Potter in der Mitte, na, ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe mal wieder einen Farmangriff gemacht. Ich habe auch die ganzen Tage so gut wie nur die CK-Angriffe gemacht.
weil, wie gesagt, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht über die ganze Sache hier, was Clash of Clans angeht und Clan und späte Angriffe, also immer wieder das Gleiche und auch immer Platzhalter mitnehmen und ich stempel das einfach mal ab auf die Zeit, wir haben jetzt Urlaubszeitraum, also Sommer. Sommerurlaubszeitraum, da wird sowieso, oh, jetzt haben wir einen Dorf auf Null. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir haben ihn Dorf auf Null gekriegt. Und deswegen wird das ein bisschen ruhiger werden im Sommer, denke ich mal. Ich habe ja auch irgendwann mal Urlaub. Ich fahre aber dieses Jahr nicht, zumindest noch nicht geplant, weg. Ihr werdet also noch ein bisschen von mir sehen und hören, natürlich von meiner Musik her nicht, weil die hat jetzt schon wieder aufgehört, ist klar. Dann machen wir auch Schluss, würde ich sagen. Zweimal angefangen. Ich muss das mal analysieren, warum hier einiges nicht läuft. Aber die Sache mit den Platzhaltern, die wurmt mich schon so ein bisschen, klar, zweimal jetzt verloren. Unsere kleine Serie ist dahin, was auch sehr, eigentlich sehr ärgerlich und sehr schade ist, aber wir haben jetzt achtmal am Stück gewonnen gehabt. Vielleicht waren wir jetzt auch schon wieder ein bisschen zu verwöhnt. Haben auch nur kleine CKs immer gespielt. Ihr seht das. Maximal ein 15er, aber das sind hier jetzt eher schon die Seltenheiten. 15er CK mit wie viele Leute sind wir zurzeit? 30. Ein paar sind jetzt schon raus. Also wir können mal wieder ein bisschen auf Werbetour gehen. Wenn euch die Folge trotzdem ganz gut gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Auch bitte live am Kanal dranbleiben. Ihr braucht auch nicht auf Discord verzweifeln, dass ich jetzt gar nicht mehr live komme oder jetzt schon in so eine verfrühte Sommerpause gehe oder sowas. Nein, das tue ich nicht. Bis dahin, schönes Wochenende. Euer Toto. Clasht.